MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, mein Name ist Herbert von GamerTV. Herzlich willkommen hier bei einem neuen Testvideo. Und zwar ist es Hound. Diesmal mit Webcam. Ich versuche es mal, dass es funktioniert. Ich kann nichts versprechen, Leute. Ja, was nehmen wir denn? Paranormal, Batteries, No Markers, Highlander Agro. Ne, wir nehmen mal Gamer hier. What would you do if you woke up in one place you have never seen before? Pissen gehen. Weil ich dann dringend müsste. Okay. Ist auf jeden Fall ein Kackort, weil es regnet. Kann ich irgendwas machen? Die Taschenlampe ausmachen, das ist gut. Weil wir haben ja Batterie, dann sparen wir uns die schon mal, weil ich meiner Meinung nach genug sehe. Momentan zumindest noch. Was geil ist, wenn die Blitze im Spiel sind, sieht man die auch in der Webcam. Total geil. So, dann gucken wir mal. Wo sind wir denn? Somebody should be near. My God, whatever. So, wir sind im Green Park. Sieht doch ganz nett aus. Wir sind da unten. Okay, was müssen wir machen? Seiten sammeln, bestimmt. Da haben wir doch was. So, let's see what... bla bla bla. Okay. Gut, verstanden. Weg damit. Hallo? Ah, okay, so geht es weg. Gut. So. Ich gehe mal davon aus, dass das basiert auf Slender, wie vorher auch. Die... Wow! Okay, cool. Alles ist gut. Alles ist gut. Bestimmt. Ich gehe mal davon aus. Voll die paranormalen Activities hier. Da lang noch. Wir gehen einfach mal geradeaus. Momentan Licht finde ich noch nicht sinnvoll. Der Stein sieht verdächtig aus. Warum ist... Ist das ein Weg? Nein. Ah, da ist eine Map. Wunderbar. So, wo sind wir jetzt? 5 cm weit. Wenn wir da lang gehen, gibt's einen Weg. Und ein kleines Häuschen. Das da scheint was auch immer sein. Okay, gut. Wir gehen mal zu diesem Häuschen, was da abgebildet ist. Leute, ich spiele das Spiel ehrlich gesagt zum ersten Mal. Meine Freundin hat... Was? 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 Was muss ich machen? Wow, da ist Slandy! Fick dich, du Wichser, wo bist du? Okay. Ah, gebäsch, Mann, ich hab Gänsehaut von dir. Geh weg. Da oben sind da welche. Gehen wir mal Hallo sagen. Hallo? Achso, ist keine Tür. Okay. Bin ich denn doof? Da saßen doch welche. Ah, da ist ein Bild. Okay, gut. Das Bild brauchen wir auf jeden Fall. So, dann gehen wir nochmal runter hier. Ah, immer diese Stufen überall. Kommen wir denn hier rein? Klopf, klopf. Okay. This place feels creepy. Where's all the... Also, wo ist das ganze... Schlüssel habe ich gefunden. Batterien sind... Was können wir hier? Wir können das Spiel speichern. Nettes Feature auf jeden Fall. Was haben wir hier so drin? Einfach mal nix. Wieso gehen hier so viele Türen zu, wenn ich eine aufmache? Hallo? Ist auch nichts. Ich habe eine Seite gerade gesehen, die ist da vorne. Aber wie komme ich da hin? Wow, da war... War der da? Na, ich habe keine Ahnung. Hallo? Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts, okay. Wie komme ich denn jetzt darüber? Irgendwie muss ich ja da hinkommen. Da ist ja ein Raum. Hier ist eine Tür.
Bin gerade etwas überfragt. Gut, anscheinend erstmal gar nicht, ne? Aber da habe ich jetzt... Moment, die Tür haben wir noch nicht. Okay. Gruseliges Bad, aber sonst war es was. Tja, wie komme ich jetzt da... War ich doch oben und ich habe es noch nicht gesehen. Weil da drin waren wir... Ah, da ist noch eine Tür. Ah, jetzt macht das Ganze natürlich Sinn. Dann gehen wir mal zur anderen Tür. Au. So, bis jetzt hat Slanny uns ja ganz gut in Ruhe gelassen, würde ich mal sagen, oder? Töte. So, wir haben einen Schlüssel. Lockout 2. Was das immer zu heißen hat. Hier ist ein Auto. Das sind Batterien. Wir haben Batterien gefunden. Sonst sagt dieses Auto uns rein gar nichts. Was ist das? Wow. Das war nicht nett. Ich habe nichts gesehen. So, wir gehen mal hier auf den Weg. Ich habe keine Ahnung. Also das Haus kommen wir momentan noch nicht weiter. Ja, gucken wir mal weiter, ne? Mal gucken, wie lange das Testvideo überhaupt dauert. Oh, 2 Sekunden, so, oh, vorbei. Ich schätze mal, umso länger wir brauchen, umso länger dauert es, bis wir gecached werden, so gesehen. Nee, umso schneller geht es. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu den Bäumen. Ich schätze mal, dass das ein Wald ist oder so. Gehe ich mal von aus. Deshalb gehe ich mal, wenn wir den Weg lang gehen, Moment. Chapelle ist eine Kirche, Tiny Hill ist ein kleiner Berg. Green Inn, das sind wir hergekommen. Und hier ist noch ein Schild. Pine, okay. Dann gehen wir doch mal hier so lang, würde ich sagen. Also jetzt hier, genau. Das müsste richtig sein, wenn ich mich nicht irre. Und das sind dann die Bäume, okay. Müssen wir da jetzt rein oder nicht? Ich bin gerade echt überfragt. Gehen mal rein. Gehen wir mal gucken, ob es hier im Wald auch irgendwas Sinnvolles gibt oder ob der einfach nur da ist. Hier gibt es schöne Steine. Bis jetzt noch nicht. Doch, da. Wow. Wir laufen mal lieber. Keine Ahnung wohin, einfach laufen. Wow. Kennt ihr das, wenn so Gänsehaut euch über den Rücken zieht? Ein Weg, wunderbar. Und eine Karte. Wir gehen einfach mal weiter geradeaus. Das wird schon richtig sein. Okay, alles ist cool. Don't, do not cross. Nicht betreten. Gut, machen wir nicht. Pain. Schmerzen. Ein Bunker. Der sieht mehr als ich. Jetzt sehe ich den Bunker. Vorher sah ich ihn nicht. Gehen wir da mal rein, oder? Hallo? Schönen Bunker haben sie hier. Wer auch immer hier drin lebt. Bestimmt vom Slandy das Haus. Oh! Das natürlich. Wunderschön. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Nochmal Batterien. Ja, nimmst du die jetzt bitte? Danke. Wie sieht's hiermit aus? Ja, wir sind noch nicht wirklich weiter. 2 Seiten haben wir. Ist hier noch lang? Komisches Geräusch. Was denn?
Oh, das nervt. Was ist denn das? Slendy! Wow! Oh mein Gott! Fick dich, Mann! Erschreck mich nicht so! Wow! Ich glaube, Slendy hat uns erwischt. Gut, Leute, das war mein Test in Hound. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr mehr solche Horrorspiele sehen wollt, schreibt mir es in die Kommentare. Bis dahin, Leute, macht's gut. Danke fürs Zusehen und tschüssikowski!